Glaubt ihr den Bewertungen bei Amazon? Alle Amazon-Händler versuchen als erstes gelistet zu werden. Und der beste Weg, ganz nach oben zu kommen, sind 5-Sterne-Bewertungen. Doch wie bekommt man 5 Sterne, wenn das Produkt einfach nur Trash ist? Bestell dieses Produkt bei Amazon, schreib eine 5-Sterne-Bewertung und schick mir einen Screenshot. Wir machen selbst den Test, arbeiten verdeckt als Fake-Bewerter und bekommen all diese Produkte fast geschenkt für eine 5-Sterne-Bewertung. So richtig Premium sind diese top-bewerteten Produkte leider nicht. Es geht wirklich von kleinen Abweichungen bis hin zu Lebensgefahr. Amazon rechnet im Dezember mit Umsätzen von bis zu 120 Milliarden Dollar. Es wäre ein Rekord. Der Onlinehandel boomt in Corona-Zeiten. Dabei helfen auch die Millionen von Bewertungen auf der Plattform. Denn Kunden vertrauen Kunden. Diese Lichterkette hat fast immer die Bestnote. 5 Sterne. Die Käufer sind happy. Super Lichterkette. Wir sind begeistert. Hochwertige Verarbeitung erzeugt eine warme Atmosphäre. Stabil und schick, hängt bei uns im Garten. Einfach top. Wir hängen die Kette bei uns in den Garten und fragen uns, hat dieses Produkt diese exzellenten Amazon-Bewertungen wirklich verdient? Wir lassen die Lichterkette im Labor von Spezialisten untersuchen, wie hier im Regenwassertest. Das Testergebnis bei dieser Leuchte ist eindeutig negativ, weil wir bei der Tropfwasserprüfung haben wir Wasser in den Fassungen feststellen können. Und das darf so nach normativen Vorgaben nicht sein. Es kann im schlimmsten Fall zu einem tödlichen Stromschlag kommen. Die Experten vom Verband der Elektrotechnik raten dringend davon ab, sich bei elektronischen Amazon-Produkten auf die Bewertungen zu verlassen. Die Bewertung bei Amazon sagt leider überhaupt nichts über die Sicherheit der Produkte aus. Und man kann bei Amazon sehr viel filtern. Man kann zum Beispiel den Preis filtern, den Hersteller filtern. Aber man kann eben das Thema Sicherheit nicht filtern. Auch wenn man der Lichterkette Sicherheitsmängel auf den ersten Blick nicht ansieht, fragen wir uns doch, wie kann es sein, dass so viele Nutzer diese Lichterkette weiterempfehlen? Der Grund? Viele der Amazon-Bewertungen sind fake. In Reno im US-Bundesstaat Nevada treffen wir Tommy Noonan, einen Experten für gefälschte Amazon-Bewertungen. Er sagt, ein großer Teil von ihnen ist nicht echt, sondern gekauft. Alle Amazon-Händler versuchen als erstes gelistet zu werden. Und der beste Weg, ganz nach oben zu kommen, sind 5-Sterne-Bewertungen. Und so versuchen sie, an so viele 5-Sterne-Bewertungen wie möglich zu kommen, egal wie. Bewertungen sind also käuflich. Für Amazon ein Glaubwürdigkeitsproblem. Das Problem ist ja folgendes. Du kaufst ein Produkt, wo du denkst, das ist gut. Und dann kommt das Produkt an und du denkst, was ist denn das für ein Schrott? Das kann auch nicht im Interesse von Amazon sein und ist auch nicht im Interesse von Amazon. Die Amazon-Zentrale in Seattle. Der Konzern investiert Millionen in den Kampf gegen Fake-Bewertungen. Algorithmen sollen diese aufspüren. Das Unternehmen schreibt uns, Amazon akzeptiert ausnahmslos nur authentische Bewertungen. Wir entfernen gefälschte Rezensionen und gehen gegen alle an dem Missbrauch Beteiligten vor. Sie finden die Betrüger und löschen sie. Aber der Schaden ist längst verursacht. Millionen Kunden haben aufgrund dieser Bewertungen Sachen gekauft. Doch wie funktioniert der Kauf von Bewertungen genau? Eine einfache Facebook-Suche bringt uns auf die Spur. Es läuft über Facebook-Gruppen. Hier aufgelistet, unzählige Produkte, für die Bewertungen geschrieben werden sollen. Dort entdecken wir auch unsere Lichterkette. Die Ware gibt es für eine 5-Sterne-Bewertung angeblich umsonst. Wir nehmen Kontakt auf. Ich hätte gerne diese Lichterkette. Was muss ich machen? Bestell dieses Produkt bei Amazon. Schreib eine 5-Sterne-Bewertung und schick mir einen Screenshot. Die Kette kommt an. Wir schreiben eine Produktrezension und vergeben, wie verlangt, überall 5 Sterne. Anschließend schicken wir dem Agenten ein Foto unserer 5-Sterne-Bewertung. Im Gegenzug bekommen wir den Kaufpreis zurück. Hier der Überweisungsbeleg. Unser Selbstversuch zeigt, wie es funktioniert. Amazon-Händler kaufen die Bewertungen bei Vermittlern. Diese Vermittler kontaktieren Privatpersonen, die die Fake-Bewertungen für sie schreiben. Es sind Abertausende, verstreut auf der ganzen Welt. Der Schaden ist gigantisch, wie ein Datenleck auf dem Server eines Vermittlers beweist. Er allein hatte viele tausend 5-Sterne-Bewertungen organisiert.
Ich halte das Problem für riesengroß, weil Verbraucher werden hier ja ganz bewusst getäuscht, um eine gewisse Entscheidung zu treffen, zu fällen und dann auch eventuell hier irgendwohin Geld zu überweisen. Und der Volksmund nennt das Betrug. Wir setzen unseren Selbstversuch fort. Können wir einen ganzen Raum mit Produkten einrichten, die wir für Fake-Bewertungen erhalten? Es funktioniert. Bestens. Insgesamt 56 Produkte im Wert von rund 2000 Euro. Nahezu gratis. Für diese Drohne sollen wir zusätzlich zur 5-Sterne-Bewertung noch ein Werbevideo drehen und bei Amazon hochladen. Auftrag: Zeigt euch begeistert. Das Urteil unserer Drohnenpilotin fällt anders aus. Der ist so schwer zu kontrollieren. Ich würde höchstens 2 Sterne geben. Wir lassen mehrere Elektronikartikel aus unserem gut gefüllten Versuchsraum von den Spezialisten des VDE überprüfen. Alle wurden bei Amazon bestens bewertet, dank gekaufter Sterne. Top-Produkte sind es leider nicht. Also wir haben tatsächlich 6 Produkte von Ihnen bekommen und haben bei allen Mängeln gefunden. Die Mängel sind mal kleiner, mal größer, aber es geht wirklich von kleinen Abweichungen bis hin zu Lebensgefahr. Wir zeigen unsere Testergebnisse Amazon und bitten um Stellungnahme. Antwort: Die Sicherheit unserer Kunden hat oberste Priorität. Die Hälfte der fraglichen Produkte war bereits vom Store entfernt worden, bevor sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Der Rest ist ebenfalls entfernt worden. Aufgrund unserer Recherchen beendet Amazon den Verkauf der Lichterkette. Über Skype fragen wir einen ehemaligen Amazon-Manager. Unternimmt der Konzern genug gegen Fake-Bewertungen? Ich denke, Amazon muss mehr machen. Sie müssen mehr Personal, mehr Geld und mehr Technik investieren. Sie müssen Verkäufer, die die Regeln brechen, zurückverfolgen. Und zwar häufiger, überall auf der Welt. Unseren Selbstversuch beenden wir auf dem Wertstoffhof. Alle elektronischen Produkte, die wir gratis bekommen haben, entsorgen wir, aufgrund von Sicherheitsbedenken. Auch unsere Fake-Bewertungen löschen wir. Amazon hatte sie nur zum Teil entdeckt. Das miese Geschäft geht weiter. 5 Sterne für Schrott. Seid ihr schon mal auf Fake-Bewertungen reingefallen? Schreibt es uns in die Kommentare.